Liebe Schwestern und Brüder, Frieden, das ist immer ein viel bemühtes Wort. Es ist fast so ein bemühtes Wort wie Liebe. Aber es geht immer darum zu klären, wenn wir als Christen dieses Wort in den Mund nehmen, gar nicht nur, wenn wir es in den Mund nehmen, sondern uns das, was wir Frieden nennen, auf die Fahnen schreiben, dass wir klären, dass wir Maß nehmen an Jesus, was denn dieser Friede sein wird. Frieden lasse ich euch zurück. Das ist also ein Friede offenbar, den die Jünger haben, hier im Abendmahlsaal, am letzten Lebensabend Jesu, vor seinem Leiden und Sterben. Den haben sie. Das ist vielleicht der Friede, den sie erfahren haben, dass sie, als sie sich entschieden, Jesu Ruf zu folgen, ihm nachzugehen, dass es eine Übereinstimmung gibt, dass etwas sie erreicht hat, dass es sinnvoll ist, dass es gut ist. Und dann spricht aber Jesus davon, dass er ihnen noch einen Frieden gibt. Und zwar einen Frieden, der ganz anders ist, als wir den aus der Welt kennen. Und dann noch das Wort: Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Offenbar ist das ein Friede, von dem Jesus spricht, den er schenken will, der Anlass gibt zu Verzagtheit und Beunruhigung. Es ist eben nicht so, dass es ein Friede ist, wie er hier geschlossen wird. Man schließt einen Friedensvertrag und dann hat man erst einmal Ruhe, man zieht sich zurück und, wie wir es oft erleben, plant den nächsten Krieg, weil er Ruhe ist. Der Friede, von dem Jesus spricht, verschafft keine Ruhe. Der Friede, von dem Jesus spricht, ist nicht einer dieser halbherzigen Aushandlungen und Waffenstillstände, die wir zuweilen als Frieden bezeichnen. Auch innerhalb der Kirche oder wenn wir an die grauenvollen Kirchenspaltungen denken, unter denen die Kirche und der Leib Christi seit Jahrhunderten leidet, da geht es nicht darum, eine Kompromissformel zu finden, sondern es geht darum, aufzubrechen in diesen Frieden, den Christus schenken will, der offenbar beunruhigt, der in die Weite führt, nicht ins Eigene, ins Enge, in den Rückzug der Ruhe und nicht selten der Bequemlichkeit und Selbstgewissheit, sondern genau das Gegenteil. Wie oft sind das solche Waffenstillstände, die wir auch oder was wir Frieden nennen, dass die Kirche in der großen Versuchung ist, ihren Frieden mit der Welt zu machen. Wenn die Kirche hier schreien könnte über die Versuche, die derzeit oder in der Vergangenheit stattfinden würde, diese Stadt heute Nacht keine Ruhe finden. Wir sind immer in der Gefahr, einen falschen Frieden mit der Welt zu machen. Der Friede, von dem Christus spricht, ist nicht von der Welt und der ist nicht möglich mit der Welt. Er ist der Friede, der von Gott kommt. Er ist der Friede, der seinen Heimatort und seinen Ursprungsort beim Vater hat. Es ist ein Friede, der in die Weite führt, ein Friede, der letztlich hin zu Gott führt. Aber es ist gerade im Johannesevangelium das Kennzeichen dieser Welt, dass sie von Gott nichts wissen will. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ist es nicht bis heute so? Und muss es uns nicht auch als Kirche beschämen, dass wir eher, statt wir uns in diese Offenheit des Friedens, der von Gott kommt, bewegen, genau in die andere Richtung drehen, unseren Frieden mit der Welt zu machen. Damit wir nur ja ankommen, damit wir nur ja gute Schlagzeilen haben und damit nur ja niemand sagen kann, wir seien irgendwie Quertreiber, wir würden diese Gesellschaft beunruhigen. Nein, wir haben uns inzwischen das Ideal des 19. Jahrhunderts zu eigen gemacht. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Heute sprechen wir von Ruhe ist die erste Christenpflicht. Das Wort Jesu, das Wort von seinem Frieden, geht in eine andere Richtung. Es geht in die Weite
und in die Beunruhigung durch Gott.